Moin, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Nordische Sprotte und dies ist der fünfte Teil von Marie Kondo trifft auf ADHS und Fibromyalgie. Wie gesagt, das ist ein bisschen anders als die anderen Videos, weil man als chronisch Kranker doch anders dabei gehen sollte oder es auch automatisch macht. Wenn es euch interessiert, schaut es euch an und dann gerne einen Kommentar, gerne ein Like. Und vielleicht auch ein Abo. Viel Spaß! Auf geht's! Ja, mit dem richtigen Helfer macht es dann gleich viel mehr Spaß. Ich hatte ja noch einen Haufen liegen von den ersten beiden Malen, was so übrig geblieben ist. Dann hatte ich noch jede Menge Sport-T-Shirts, ich hatte noch die ganze Kommode mit den Sportsachen und auch noch zwei Boxen. Und das mache ich jetzt gerade. Das wird jetzt halt noch alles fertig gemacht. Dann habe ich auch noch meinen Nachttisch vergessen, da waren auch noch Sachen drin, die ich ausräumen musste. Aber das, ja, man glaubt gar nicht, wo man überall noch Sachen liegen hat und in dem Moment gar nicht dran denkt. Ja, und ich habe halt gemerkt, oder wie ihr auch gemerkt habt, ich habe drei Videos alleine fürs Schlafzimmer. Und ich habe wirklich ein paar Wochen gebraucht, weil mir ging es nicht so ganz gut. Und das ist einfach, wenn man chronisch krank ist. Ich habe nun ADHS und ich habe Fibromyalgie. Das heißt, was die Fibromyalgie angeht, ich kann halt nicht so lange hocken, ich kann nicht so lange eine Art von Bewegung machen. Ich brauche dann meine Pause. Was das ADHS angeht, ist es wirklich so, bin ich manchmal ein wenig überfordert, wenn ich nicht gut drauf bin, dann ist es einfach zu viel. Dann kriege ich ja wie so ein weißes Rauschen im Kopf. Dann läuft einfach nichts mehr. Dann brauche ich ein bisschen Ruhe bei der Sache. Ja. Und wie man sieht, da habe ich jetzt wirklich mal alles rausgeräumt, was ich noch nicht sortiert hatte. Die Stricksachen, klar, die kommen in eine Ecke. Aber das sind die Sportsachen und die Hosen hatte ich natürlich auch vergessen. Und so geht es denn rund. Und ich muss sagen, da ist eine Menge wieder weggekommen, wie man das sieht. Der Haufen, der am Schrank liegt, das ist das, was ich behalte. Da ist auch trotz allem, wenn man anfängt, das nämlich zusammenzulegen, stellt man fest, ach Mensch, das brauchst du eigentlich auch nicht. Ja. Und dann geht es dann weiter, fröhlich weiter. Oh, ich habe auch so viele Sachen gehabt. Und dann muss ich sagen, schönen Dank an Chibo. Das ist die Quengelecke für Frauen. Und die bereitet mir echt immer Probleme. Die haben so schöne Sportsachen. Und da bin ich dann jemand, der dann immer schön gekauft hat. Und dank ADHS hatte ich aber immer schon wieder vergessen, dass ich schon was hatte. Also ich habe so, es gab immer so Dreierpacks Yoga-Tops. Die habe ich mir dreimal gekauft. Immer wenn sie neu waren, dann gab es die auch in anderen Farben. Und ja, die wissen schon, welche Farben sie nehmen, dass Frauen sie kaufen. Ach, ja, und Yoga-Hosen und all sowas, das trage ich ja nun auch zu Hause im Sommer, weil das einfach bequem ist. Und ich kann euch nur raten, stellt euch ein Bügelbrett hin oder irgendwas, was höher ist. Also das war schon sehr angenehm. Also dieses am Bett knien ist für Leute mit Fibro wirklich keine so dolle Sache. Also mit dem Bügelbrett geht das wirklich ganz gut. Und der Vorteil an dieser Kommode ist, sie ist ein bisschen tiefer. Also ich konnte sogar die übereinander stellen nachher. Das lief ganz gut. Ja, und so größere Sachen packe ich gar nicht in Boxen. Da habe ich wirklich nur die kleineren drin. Aber es ist einfach überschaubarer. Und wenn ich mir jetzt noch meine Beschriftung dazu mache, habe ich das besser im Griff, denn lerne ich ja, wo was ist. Ja, die Truhe hatte ich auch nicht mal ausgepackt und mal sauber gemacht und einfach mal reingeguckt, was man so hat. Ja, die Sportsachen, die ich eher mal benutze, die habe ich jetzt auch mal in eine Box getan, wo sie mit Deckel, wo sie denn nicht einstauben. Das ist dann schon mal eine gute Sache. Ja, dann hatte ich noch türkisfarbene, was sind das? Kleine Blumentöpfe da stehen. Die habe ich mir nur gekauft, weil meine Wände türkis sind. Also ich brauchte sie überhaupt nicht. Die standen da.
Ich fand sie auch kurzzeitig gut. Jetzt können sie weg. Also die habe ich dann auch. Die spende ich dann, da kann sich jemand anders dran erfreuen. Sie haben ja ihren Sinn erfüllt. Ich habe mich in dem Moment gefreut und jetzt können sie weg. Ja, jede Menge Bettlaken. Vor allen Dingen, das ist noch nicht mal die Größe von meinem Bett. Und die sind noch gut, also spenden da. Unten sieht man den Haufen in der grünen Box eben, kann weg. Dann habe ich Fußleisten, die eigentlich ins Wohnzimmer sollen. Ich wusste immer nicht, wohin denn. Ja, letztendlich sind sie im Schlafzimmer gelandet. Meine Gymnastikmatte, der Korbstuhl, fliegt auch raus. Hat man einen großen Stuhl im Schlafzimmer, ist das immer ein Sammelpunkt für jede Menge Klamotten. Deswegen habe ich den nach draußen gebracht und habe festgestellt, die Katzen lieben ihn. Wunderbar, ist er jetzt für die Katzen da. Und wie ihr seht, dann war da noch eine Kiste mit Wolle, eine Kiste mit Dekosachen. Den Kleiderständer. Wenn man alles regelmäßig wegräumt, braucht man den nicht. Wird gespendet. Dann fiel mir ein, ich habe da unten ja noch eine Schublade. Dann waren da wieder so Tüten und dieses für, mit Reißverschlüssen, diese großen Plastiksäcke für Bettwäsche. Kann auch alles weg, brauche ich nicht. Ja, und danach habe ich den sauber gemacht und sieh an. Das Schlafzimmer sieht wirklich jetzt gut aus. Und jetzt kann ich das auch filmen und kann sagen, jetzt habe ich auch wirklich jede Schublade leer. Ich habe meinen Nachtschrank, das ist die drei Schubladen durchgeflöht. Da liegen nur noch zwei Sachen, die genäht werden müssen. Ja, also jetzt kann auch der Staubsaugerroboter wunderbar da rumfahren. Und er ist heute das erste Mal gelaufen und ich freue mich total. Man glaubt es nicht. Es ist aber auch lange her. Ja, und das. Ich bin so stolz auf meine Schubladen. Das musste ich jetzt doch noch mal zeigen. Denn ich hatte jetzt die eine Schublade, wie ihr seht, die unterste Schublade, links habe ich jetzt immer noch übergangen oder habe ich nicht aufgemacht. Da waren noch ganz viele Sachen drin, wie Verbandszeug, irgendwelche Materialien, um meine Gelenke zu stützen. Ich habe wieder Wortfindungsstörungen, ich weiß nicht, wie das heißt. Die ist mittlerweile aber auch leer geräumt. Ja. Wie gesagt, die Wollsachen, die gestrickten Sachen, ist ja nochmal so eine extra Sache für sich. Da habe ich jetzt Handschuhe, Schals, Mützen und noch ein paar Unterhosen, wo ich nicht wusste, wohin. Eine eigene Schublade für Handtücher. Hey, die war nämlich frei. Ganz unten ist nochmal speziell für Dänemark meine Sachen. Also für einen Strandurlaub in Dänemark. Die war sonst rappelvoll. Ganz unten habe ich noch meine Sandalen, meine drei Paar. Das ist der Schrank. Wie gesagt, die Jacken hatte ich ja schon mal, aber unten die Hosen. Da sind auch noch mal die Hälfte, ist auch noch mal so die Hälfte weggekommen. Und das ganz untere Fach ist leer. Das ist jetzt meine Kommode mit den Sportsachen, wo ich dann wirklich unterscheiden kann zwischen Oberteile, Unterteile, Sachen, die ich drunter ziehe, wie Sportunterhemden oder lange Hose, also lange Unterhosen, Skiunterwäsche. Das sind meine Sportsocken. Aber es ist so, so schön, das in diesem Zustand zu sehen. Das sind meine Sportjacken. Ja, und das ist mein Schrank. Da habe ich dann nochmal meine Schuhe reingestellt und das ist alles. Es ist eigentlich nicht mehr viel, muss ich ehrlich sagen. Also, und es soll vor allen Dingen auch nicht wieder voll werden. Ja, dafür habe ich nun echt eine lange Zeit gebraucht, weil das Filmen ist für mich anstrengend, nicht immer so ganz einfach. Und ich habe zwischendurch ja auch Badezimmer und Küche gemacht. Das fordert mein ADHS halt nicht immer sich auf eine Sache, sondern ich hatte richtig Bock, das Badezimmer zu machen oder richtig Lust, die Küche zu machen, aber es war auch notwendig. Also ich musste auch, manchmal muss ich so ein bisschen Druck aufbauen und dann, ja, Tribut an das ADHS und dann stürze ich mich drauf und dann macht das auch Spaß. Aber jetzt, wie gesagt, bin ich mit dem Schlafzimmer endgültig durch und bin jetzt dabei, ich habe ja hier von oben ganz viele Sachen runtergeschleppt, die jetzt in der Küche stehen und jetzt habe ich unten in der Küche ganz viele Boxen und Kartons hingestellt. Da kommt dann einmal Metall,
Müll habe ich, was extra entsorgt werden muss, Klamotten, das, was ich zum Sozialkaufhaus bringe, ich sage mal Arbeit der Wohlfahrt, ich weiß gar nicht, ob das Sozialkaufhaus bei uns zur Arbeit der Wohlfahrt gehört. Ja, das wird jetzt alles sortiert und dann kommt das auch soweit nachher gleich ins Auto. Das ist also für mich auch immer ganz wichtig, dass der Kram wegkommt. Denn ich habe jetzt auch im Schmutzraum, also im Vorraum, der so chaotisch aussieht, ganz viele Kartons, wo ich immer schon ja, aussortiert hatte. Die hole ich mir jetzt alle Stück für Stück in die Küche und sortiere sie nochmal, mache sozusagen die Feinsortierung und dann kommt das auch gleich weg. Es ist mühsam, es ist nicht einfach, aber macht es ruhig. Es steht zwar in dem Buch, man soll das alles relativ schnell machen, um diesen tollen Effekt zu haben. Gut, ich mache es langsam, aber ich freue mich trotzdem drüber und ich merke, wie es mir gut tut, dass immer mehr Sachen verschwinden und es immer weniger so rumpelige Ecken gibt. Das ist so, so wichtig, auch wenn man gerade chronisch krank ist. Es geht jetzt immer relativ schnell, diesen Urzustand wiederherzustellen. Auch die Küche sieht wirklich chaotisch im Moment aus, aber es macht mir keine Angst mehr, weil ich weiß, dass ich den Zustand nach dem letzten Aufräumen ganz schnell wiederherstellen kann. Und das ist eine super Sache. So, ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß in der nächsten Woche. Und als nächstes kommen dann Videos, wo ich mich halt hier um das große Ganze kümmere. Und das ist auch nicht so ganz einfach. Okay, ich wünsche euch was. Alles Gute, alles Liebe, eure Sprotte. Tschüss.